Lauf, 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 lauf. Der ist ein ganz schön schneller Junge. Nein, ach nein. Ich dachte, ich muss da durch. Scheiße. Wo hätte ich denn dann da lang gehen müssen? Scheiße. Oh, warum muss ich so scheiß machen? Nein. Ah, scheiße. Ey, das Kapitel 6 ist echt ekelhaft. Ich fand ja schon, dass, ich glaube, Kapitel 4 war das. Fand ich ja schon scheiße. Also ich glaube, alle geraden Zahlen sind immer Nacht, ne? Okay. Lauf, 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 lauf. Wir müssen jetzt gucken, wo wir hinlaufen. I don't know. Da kommt er raus. Da kommt er entgegen. Da. Nein, 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 lauf, 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 hä? Okay, warte, der kommt dann von da. Das heißt, ich muss eigentlich links rumlaufen. Oh Gott. Oh Gott. Hoffentlich fange ich... Ich glaube, ich fange weiter vorne an jetzt, ne? Okay. Ich hasse dich. Oh Gott, wenn ich schon das Stampfen hinter mir höre. I have to run. Lauf, 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 lauf. Ich glaube tatsächlich, das müsste dann hier danach das Ende vom Kapitel sein. I think. I hope so. Mach ich jetzt denselben Fehler wieder? Alter, wie laut das ist! Kannst du dich mal wehren oder so? Können wir die ganze Zeit nur weglaufen? Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr laufen. Mann. Ich hab schwarzes Bild. Kunz. Auch wenn ich es unmöglich kriegen mag, das Tagebuch von Nicholas hat mir dabei geholfen, die Verschlüsselung des Sowjets zu knacken. Doch meine Freude währte nicht lange. Durch eine unerwartete Wendung war ich dazu gezwungen, einem Spion nachzujagen und nach versteckten Wanzen zu suchen. Dies führte mich zu einem alten Gasthof, wo ich auf einen weiteren Teil von Hals, Nerven, aufreibende Memories Memorien stieß. Krass. Okay. What's going on? Where am I? How all of a sudden? Did someone knock me out when I was at the ruins? But why would they drag me here? Okay. Kapitel 7, finde einen Weg nach Hause. How am I supposed to go home? Kapitel 7, das Versteck. Ja, so als ob wir halt selber auch rennen, also dahin rennen. So ungefähr. I need to find the way home. Das weiß ich. Da vorne sind Zelte, das ist bestimmt ein Anhaltspunkt. There's a map lying there.
Ich wette, dass ich damit irgendwas öffnen kann. Wahrscheinlich. So, wo sind wir denn jetzt? Camp wahrscheinlich, ne? Müssen wir schon starten, ne? According to the map, the house should be nearby. I just have to make it through that cave. Was soll das alles bedeuten? Scheinbar findet jemand Spaß daran, all diesen Mumpitz aufzuschreiben. Ich weiß nicht, wann es genau passiert ist. Ich bin aufgewacht und wusste auf einmal nur, dass meine Frau nicht meine Frau ist. Jemand hat über Nacht ihren Platz eingenommen und gibt nun vor, meine bessere Hälfte zu sein. Ich war entsetzt, ließ mir jedoch nichts anmerken. Ich ging in das Zimmer unseres Jungen, um ihn zu warnen, dass eine bösartige Frau so tut, als wäre sie seine Mama. Er schlief tief und fest, also weckte ich ihn, indem ich sanft seine Schulter mitschüttelte. Er öffnete überrascht seine Augen und dann traf es mich wie ein Blitz. Das war nicht mein Sohn. Ich kannte dieses Kind nicht. Ich wusste nur, dass es keinesfalls mein Kind ist. Angsterfüllt rannte ich zurück zum Flur. Mir war schwindelig, also stürzte ich mich mit meinen Händen auf meinen Knien ab und versuchte, dieses Gefühl zu vertreiben. Als ich mich wieder aufraffte, blickte ich in die Augen eines Fremden. »Wer zur Hölle sind Sie?« schrie er mich an. »Was machen Sie in meinem Haus?« Ich antwortete nicht. Ich war wie gelähmt. Ich hatte noch nie solch eine Dreistigkeit erlebt. Doch als ich versuchte, ihn beim Hals zu packen, trafen meine Hände nur auf die harte, kalte Oberfläche eines Spiegels. Der bedrohlich wirkende Eindringling zersprang sogleich in tausend Scheiben, wobei er mit einer Stimme schrie, die wie meine eigene klang. Okay, das ist echt creepy. Wir sind am Arsch. Wir sind immer am Arsch. Bei Horrorspielen sind wir immer am Arsch. Muss Pipi. Huch. Ich bin gegen meine Tastatur gekommen. I'm sorry. Hätte bitte. Was? Wieso? Dieser Hebel ist weird. So geht's besser. So. Verschaffe dir Zugang zur Höhle. Boah, bin ich echt in der Höhle? Eigentlich will ich nicht in der Höhle. Aber hier kann uns ja nicht so viel passieren. Es ist ja nur die Nacht, die so creepy und gruselig ist. Es ist voll schön hier. Warum kann das Spiel nicht die ganze Zeit einfach so sein und zwischendrin ein paar Jumpscares machen? So. Ich weiß nicht, warum ich heute irgendwie so empfindlich gegenüber den Jumpscares bin. Keine Ahnung. I don't know. Jesus fucking Christ. They're really hanging here. Someone actually did murder these people and leave their bodies here. In this fucking godforsaken place where Emma and I just happened to move. Fuck, 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 fuck. I'd better hurry. Emma's on her own back there. So Leute, ich würde sagen, ihr haltet die Stellung, ich gehe mal kurz pinkeln. Da. Wo waren wir? Ach ja. Laufen Sie lauf? Nein. There's that damn place again. Wir gehen ganz entspannt. Ist ja nur eine Höhle. Bahne dir einen Weg durch die Höhle. Nur eine gemütliche Höhle. Was wollen wir mehr? Können wir mitnehmen? Nein. Eine Höhle mit einem Höschen. Christ, is this...
fuck, fuck. What was that? What is going on? They must have poisoned me, but how? Coffee, they must have slipped something into my coffee. Or maybe all those transmitters are some kind of emitters to mess with my mind. Ich mag Höhlen. Ja, mega. Vor allen Dingen mit Jump-and-Run-Action und so. Voll gerne. Und ich weiß auch jetzt schon, was in der Nacht dann kommt mit der Mine und so. Da habe ich gar keinen Bock drauf, ey. Können wir die Nacht einfach skippen? Weil hallo, bis jetzt war jede Nacht am Ende mit Jump-and-Run irgendwie. Dass man vor irgendwas weglaufen musste. Und ich vermute mal, dass das Dickerchen, bestimmt immer noch da ist dann. Und uns in die Mine folgt. Und zu. Diese Brücke, ne? Wieso baut man hier so eine Brücke? No, ich hab falsch gedrückt. Sorry, ich hab falsch gedrückt. Das tut mir leid. No. Scheiße. Ich hab's auch beim Drücken gemerkt und gleichzeitig, also links und rechts gleichzeitig dann gedrückt, aber ich hab den Zeigefinger von links nicht weggenommen. Ah, scheiße. Okay, Concentration, please. Noch ein bisschen konzentrieren. Kriegen wir's hin. Ach Gott. Wird geladen. Danke. Also wir laufen, ja? Und es ist safe dann jetzt nicht schon wieder die rechte Maustaste, sondern jetzt die linke oder so. Immer die gleiche. Ja, tschüss. Offensichtlich muss ich da lang. Nicht offensichtlich ist hier nichts. Okay. Damn, they're good. Gotta give them that. They're trying to break me, but I know they're Soviet tricks. I won't let them know I saw them though. I'll play their game, but on my rules. Der glaubt wirklich noch, dass das die Sowjets sind? Oh mein Gott. Wir können rechts oder links. Das ist jetzt auch wieder tricky. Hier gibt's vielleicht wieder irgendein Item oder so? Maybe? Alter. Was rufst du? Weil ich die falsche Taste gedrückt habe. I'm sorry. Hello. Ich glaube tatsächlich, hier geht's weiter, oder? Shit. Ich will wissen, was hinten ist. Warum wähle ich immer den richtigen Weg? Kann das mal einer sagen? Ist doch nicht mal beabsichtigt oder so. Ach so, weil hier gar nichts ist. Ja, wow. Gut. Haben wir das geklärt? Ja, Ben. Weil ich klug bin. Ich bin so klug! Ich bin so klug! K-L-U-K! Ich bin K-L-U-G! Ja, schön. Ja, gut, jetzt ist es hier wieder so eine Sache, ne? Eine Kombination aus 6 Buchstaben.
soll das sein? Ich kann das nicht lesen. Ist das da vorne eine Zahl? Oder soll das U gleich B sein? Weil das macht keinen Sinn. 4? Kann das eine 4 sein? Ist das eine 4? 4 gleich B? Muss ja bestimmt auch irgendwas sein, oder? Ich sehe keinen Hinweis. Also sieht man jetzt hier in dem Eck nur den einen Hinweis? Kann ich da hinspringen? Okay, geht nicht. Versuch nochmal. Nee. Okay. Wir gehen mal hinten lang. Da kamen wir hier. Klar. You're trying to intimidate me, and that's the basis of all controls. Suckers, you think you can break me like that? With an animal carcass? With a few dead bodies? Seriously? Who do you think I am? Bin ich wieder aus der Höhle raus? Ja, aber was ist mit der Kiste? Da war doch nur ein Buchstabe. Oder kommen wir da nochmal hin? Komme ich hier überhaupt durch? War ja nur ein Buchstabe. Aua. Ich glaube, da komme ich aber dann nochmal hin im Nachgang, ne? I guess. Ja, das ist nämlich dann das andere Eck. Aber wir haben ja hier keine Buchstaben gefunden. Sollen wir da mal weitergehen? Gehen mal weiter. Ich meine, man kann ja hier wieder zurück. Ich vermute ja mal, dass da bestimmt was drin ist, was man ja sowieso storybedingt braucht nachher. Tropfgeräusche sind auch schon so richtig ekelhaft, ey. Geh zurück zum Haus. Hä? Ja, was ist mit der Kiste? Ich sehe das Haus. Schreib mir das mal auf. Ich würde halt gerne wissen, wie ich die Kiste aufmachen kann. Wenn ich hier durchgehe, dann komme ich doch da nie wieder hin. Ich versuche nochmal von... Ich gucke kurz. Ich versuche nochmal
hinten einfach runter zu springen und dann über das Loch zu springen. Mal gucken, ob das dann funktioniert. Ich meine, hier kommen wir ja jetzt zum Haus, das wissen wir. Ich finde das halt suspekt, dass man dann da jetzt runterspringt und dann wahrscheinlich nie wieder in die Höhle reinkommt. I guess. Ich sehe halt auch nirgendwo hier. Halt so Hinweise. Oder hätte man die Hinweise schon vorher irgendwie sammeln können? Kann doch mal hier gucken. Hier ist nur der eine Hinweis, ne? Mehr ist hier nicht. Okay. Das der vierte ist B. Ah, okay. So kann ich. Das ist B. Das wissen wir schon mal. I think. Guck nochmal hier irgendwo. Vielleicht finde ich hier noch was. Normalerweise sind die Hinweise doch in der Nähe. Könnte auch nicht drüber springen. Ich weiß nicht, ob ich drüber springen kann. Ne. Ich falle direkt wieder runter. Also egal, wie weit ich springen kann, ich falle runter. Okay. Heißt, ich habe keine Ahnung, wie man da die Kiste aufmachen könnte. Vielleicht kommt das wirklich erst später. Hallöchen, Jazz. Was geht? Ich hoffe, dir geht's gut, meine Liebe. Gucken wir mal. Was hier? Nichts. Alles klar. Nichts. Einfach nichts. Oh, oh, oh. Okay. Das war falsch. Okay. Haben wir das geklärt, dass wir da nicht runterspringen können? Aber. Muss ich den dann lang? Bestens bloß schlaflos und dir. Ich habe jetzt gerade Hunger und ich bin müde. Also wie immer eigentlich. Nur, dass ich nicht pinkeln muss. Nein. Ich krieg langsam Hunger. That's the problem. Aber geht. So, hier darf ich also nicht, ja? No, 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 Spiel. Tu mir das nicht an. Danke. Ich habe das Seil nicht gesehen, I'm sorry.